Okay, jetzt das Gebirge finden. Wir sind jetzt nun in Tibet, in, gleich hab ich's, Tibet, in Indien. Wir befinden uns nun in Indien. Und hier ist, wie alle wissen, ist hier auch das Himalaya-Gebirge. Wo drauf der Mount Everest steht, der ist der größte Berg der Welt mit seinen über 8800 Metern. Wow. Bisschen Erdkundeunterricht hier, während alles Let's Plays. Die Leute sollen mir nicht vorwerfen, hier wird man nichts lernen. Ist ähnlich wie beim Fernsehen, alle sagen, da wird man nur dumm von, aber davon kann man auch lernen. Wie ich letztes Mal gesagt habe, schaut euch mal ein paar Dokus an, Leute. Dokus, die sind wichtig, die bilden. Und? Ups, da sind wir wieder in den Nuss reingelaufen. So, jetzt aber. So, nun befinden wir uns, wie wartet, ja, immer noch Tibet. Ja, ich würde sagen, wir sind schon fast hier im Himalaya-Gebirge. Ah, hier haben wir schon mal einen Eingang. Ich schaue mich erstmal nach da oben um. Ich schaue mich ein bisschen weiter hier um. Vielleicht ist es wieder ein geheimes Gebiet hier. Man weiß es ja nicht. Also ich weiß es ja nicht. Also ich bin ja hier von hier an blind. Und ja, also deswegen weiß ich ja nicht, ob hier geheime Gebiete sind oder nicht. Auch wenn teilweise Sachen schon ein bisschen geheim aussehen. Sie sind geheim. Ja, Knaste? Ja, Knaste? Okay. Sind etwa wie bei den geheimen Kontinent in der Unterwelt gewesen. Das konnte man nicht sehen. Das hat sich von der Karte kein bisschen abgehoben. Und trotzdem war es ein geheimes Gebiet, ne? Aber hier scheint nichts zu sein. Gut, dann geht's jetzt auf in dieses Gebirge hier. Tibet. Himalaya? Hä? Eklemata. Ach Mann, ich dachte, das wäre Himalaya-Gebirge. Mann. Ihr Blödmänner. Wolf, musst du Verstärkung? Oh oh. Die schlittern ja. So, geht doch. Mal sehen. Wir sind hier auf jeden Fall im Gebirge. Ziemlich viel Schnee, Wölfe. Hä, also ich hatte mal eine Theorie. Wenn wir hier Himalaya sind, könnte es sein, dass da unser Boss dann gleich ein Yeezy ist? ETF? Keine Verstärkung in Sicht, haha. Das sind ja mal coole Dinger. Die sind zwar nervig, aber trotzdem cool. Oh, was haben wir hier? Ah, eine Blume. Das ist Eklemata. Eklemata, die Seelen der Menschheit schlafen hier. Oh, fuck. Okay, hatte dafür recht. Kristall. Wusa! Dann wollen wir mal weiter gucken hier. Ich liebe es, ich ziehe jetzt in die falsche Richtung hier. Es ist richtig, wie ich falsch spiele. Halt, das sind die ganzen Geheimnisse und so, ne? Aha, so sind sie dann leichter zu besiegen. Gut zu wissen. Wird auch ein bisschen spät. Ich hoffe, dass sie hier unten keine irgendwie solche Truhen hinter den Türen Bäumen versteckt haben. Denn ich hasse es, wenn ich recht habe. Bernie, ist klar, ne? Och, nicht du. Leck mich doch an die Füße. Ja, nee, ist klar. Aber wollt ihr mich verarschen? Alter, sind die Blödsinn. Was soll das? Wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Lecke und Mio, ey, das ist ja gut. Die waren aber gut gemacht, wie das funktioniert. Die sind jetzt. Jupp, Feinde. Die Leute. Ah. Morg. Aua. Da unten ist das nur eine Wunderknolle. Boah, seid ihr gemein. Boah, wird der gemein, ey. Also, die sind gefährliche Gegner, merken. Ist noch so ein Yeti.
Jedi. Aha, ich glaube, ich muss sie gegen die Bäume schleudern lassen, rennen lassen, damit sie paralysiert werden kurz. Der Jedi ist ein freies Lebewesen. Er kann Freund oder Feind sein. Aha, das heißt also, dass Jedi sich unbedingt umbringen, wie? Wenn ich nicht aufpasse, bringen die mich um. Das ist natürlich ein Knall. Die Quelle scheint aus dem Boden zu sprudeln. Der Jedi sieht zufrieden aus. Und Fluffy! Unser fliegender Fugepuschel! Dies ist eine heiße Quelle! Was ist das? Ein Wunder der Natur, eine Art Heilbrunnen. Man kann das seine Wunden heilen, wie der Jedi hier. Doch er scheint schwer verwundet. Er bräuchte ein Eisblumenblatt. Und für was soll dieses Blatt gut sein? Nun, es würde die Heilprozess beschleunigen. Eine kleine Nebenmission, um den Yeti zu helfen. Ich glaube, wenn wir das machen würden, würden die Yetis uns nicht mehr angreifen. Also suchen wir doch erstmal dieses Eisblumenblatt. Das sieht ja mal schön aus hier. Das ist ohne Witz. Das ist echt schön hier. What the fuck? Was zur Hölle? WTF. Wieso kann ich die nicht verletzen? Moment mal, da unten die erstmal jetzt heilen. Rüstungen und Utensilien. Was zur Hölle? Wieso konnte ich die nicht verletzen? Warte mal, ich habe nur noch eine Wunderknolle? Ach du Scheiße. Ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich den verletzen soll. Ich habe nur noch eine Wunderknolle. Leck mich doch am Arsch. Was hilft gegen Verwirrung? Hilfe! Oh Gott. Gottverdammte Scheiße. Wieso kann ich dich nicht verletzen? Geoblaster, super. Nur mit Rutschattacken verletzbar. Ach du Scheiße. Oh Gott, solange ich verwirrt bin, ist alles okay. Oh Gott, ey, ist das fies. Ist das fiese Scheiße. Ich brauche Wunderknollen, aber ganz, ganz dringend. Oh ja, wir haben sie geweckt. Geoblaster wieder. Und weiter im Text. Okay, jetzt ist die Armee rumgelaufen. Hat mir das gebracht? Eieiei. Okay. Wahrscheinlich eine Abkürzung, weil ich da runter muss. Mit Sicherheit. Heilige Scheiße, nur noch eine einzige Wunderknolle. Das ist natürlich ein bisschen böse, ne? Da ich mich gerade hier nicht wieder super toll anstelle, wird es auch nicht besser mit... Ah, ich hatte recht, ich muss da wahrscheinlich runter. Nur reine Wunderknolle. Ich hätte vorhin ein paar Wunderknolle holen sollen, ohne Witz. Was haben wir hier? Flammstab! Neue Waffe! Rüstungen, Bibliothek, Waffen.
Wahrscheinlich hat der Leading Granitspeer auch einen speziellen Effekt. Feuer und hört diese Flamme. Das anwählen. Ja, ausgerüstet. Wahrscheinlich kann ich jetzt durch diese Eiskristalle durch, die wir vorhin den Weg versperrt haben. Und vielleicht mache ich jetzt mehr Schaden. Und vielleicht kann ich jetzt diese auch dämlichen Kobolde, was immer das darstellen sollen, mit normalen Angriffen verletzen. Nein. Wow. Da, das geht nicht anders. Ja, warte mal, ist er tot? Oh Gott, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Naja, klar, dass es nicht wieder so einfach ist. Ei. So. So, kaputt. Hoffe ich zumindest, ja. Satan, wegen sie wieder ein bisschen mehr Gold spendieren. Wegen spendieren hier wieder mehr Gold. So. Also der Flammenstab war wohl nur eine Waffe, also ohne besonderen Effekt. Außer dass er ein bisschen mehr Damage macht, aber das ja. Meine Fresse. Super, ich habe keine Halt mehr, bin fast tot. Ja, das ist doch mal klasse. Und ja, gut, okay. Was sagt man das hier? Eispanzer? Ja, klasse, ich hätte nicht mal eine neue zu kaufen müssen. Hätte ich mir besser Halt noch holen können. Bibliothek, schwarzes Loch, Rüstungen. Eispanzer. Schützt vor Feuer. Ach, das ist. Na, krieg ich immer weniger Schaden. Auf engen Raum zu kämpfen ist verdammt scheiße. Ups, war freundlich auszudrücken. Jetzt habe ich eine Feuerlanze und eine Eisrüstung. Irgendwie. Widersprüchlich? Vielleicht? Klein wenig? So, und ab dafür. Okay, was haben wir hier? Oh, eine Tür. Oh, sind da so kleine Runden.